In diesem Video erwartet euch ein fettes Giveaway. Wir gucken uns das neue, coole kosmetische Set von FLiF Universe an, also droppbare Skins. Und außerdem benutzen wir noch Statscrolls auf mein Kruentos Set auf dem FWC-Server. Und damit würde ich sagen, let's freaking go. Zuallererst das neue Set, das Sirenen droppen. Das Set besteht aus drei Teilen. Es gibt ein Jojo, es gibt einen Bogen und es gibt Wings, also ein Cloak. Das sind alles kosmetische Gegenstände, das heißt, sie haben keine Effekte und sind für Level 1 und quasi praktisch unbrauchbar. Es geht darum, dass man diese Skins in seine Garderobe hinzufügt und diese dann auf seine normalen Rüstungs-Items, AG-Jojo, Bloody-Jojo zum Beispiel, draufpackt, damit die dann so aussehen wie eben die Skins. Und wir haben alles in drei verschiedenen Variationen. Wir haben hier einmal das Jojo, das Bloodthirsty-Jojo, dann noch eine bisschen andere Version, einmal mit dem Lila und einmal mit dem Blau. Dann bei den Cloaks haben wir, also das muss ich wirklich sagen, der Cloak sieht richtig crazy aus. Sind im Endeffekt einfach die Flügel von den Irenen. Und ja, einfach nur crazy. Also sowas gab es gefühlt noch nie. Also komplett neues Cloak-Design im Endeffekt. Sieht sehr fesch aus, auch hier in drei verschiedenen Variationen quasi. Und was mich am meisten geflasht hat, als sie das gepostet haben im Discord, sind die Bögen, weil die einfach nur gigantisch sind. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das der größte Bogen ist, der in FLiF Universe jetzt existiert, also von der Masse einfach her. Und es könnte sogar sein, dass es der größte Bogen in ganz FLiF ist, einschließlich FLiF PC. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass es der größte ist. Der einzige, der nur knapp rankommen könnte, wäre vielleicht der Bow of Harness, aber der ist safe kleiner. Und den Bogen gibt es natürlich auch in drei verschiedenen Farben quasi. Und ja, ziemlich cool. Also die Farben persönlich gefallen mir. Ist einfach mal ein bisschen bunter und unterscheiden sich schon deutlich. Es gibt ja auch manche Skins, wo man von den Farben her gar nicht mehr so einen extremen Unterschied sieht. Und klar, hier sind auch ein bisschen die Nuancen gleichgesetzt, aber sieht einfach richtig cool aus. Also muss man wirklich sagen, da haben sie mal volle Arbeit geleistet. Auch wenn Skins meiner Meinung nach nicht das Wichtigste sind. Es gibt deutlich wichtigere Themen als Skins. Aber wenn sie schon neue Skins machen, dann sollen sie wenigstens so cool aussehen, wie sie es jetzt in diesem Beispiel tun. Weil dann lohnt es sich wenigstens, dass man damit in Anführungszeichen Entwicklungszeit aufbraucht. Dann kommen wir auch schon zum Giveaway. Was könnt ihr beim Giveaway gewinnen? Es ist ein Burodeng-only Giveaway. Ihr könnt nur gewinnen, wenn ihr einen Charakter auf Burodeng hat. Kein FEC, kein Totemia und auch keiner der anderen Server. Ihr müsst zwingend einen Charakter auf Burodeng haben. Wie genau ihr an dem Giveaway teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Jetzt erstmal, was könnt ihr gewinnen? Es gibt ein 8% Speed Set, das Modern Sports Set, vollständig, auch mit dem Cloak. Den habe ich jetzt hier in dem Screenshot nicht ausgerüstet, aber den Cloak, diesen Sports Bag, der ist auch dabei. Das Set gibt auf der Suit 4% Speed und auf den Boots 4% Speed, ist damit also ein 8% Speed Set. Ist auch schon ein bisschen älter, also es ist ein bisschen seltener geworden wahrscheinlich. Und dann könnt ihr außerdem noch ein Nanemphis Set plus 8 mit 16% gewinnen. Das heißt, ihr habt zwei Gewinner oder wir haben zwei Gewinner. Einer bekommt das 8% Speed Set. Das ist quasi unser zweiter Platz, unser Trostpreis, könnte man auch vielleicht so sagen. Und der erste Platz bekommt ein Nanemphis Set für Elementor plus 8 mit 16% ATK. Ich glaube, noch Instattungen sind auch ein paar drauf. Und ja, wie ihr dran teilnimmt, am Ende des Videos. Jetzt müssen wir uns erstmal noch um mein Kruentos Set kümmern. Und zwar habe ich hier noch keine Stattungen drauf. Und ich will nicht übertreiben, ich habe auch insgesamt nur 16 Statscrolls und im besten Fall will ich auch noch ein paar übrig haben. Außerdem stehen ja seit neuestem auch, oder naja gut, ist schon ein bisschen länger her, aber stehen ja auch die Prozente jetzt tatsächlich dabei. Und man kann alle Stats bekommen von plus 1 bis plus 4, aber man sieht schon die Verteilung, plus 4 hat gerade mal eine 1% Chance, das ist also ultra unwahrscheinlich. Selbst plus 3 ist ultra unwahrscheinlich mit nur 5% und in der Regel wird man plus 1 bekommen. Manchmal plus 2 und plus 3 und 4 eben nur sehr, sehr selten. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall mit alle Stats plus 2, also auf jedem Teil plus 2 zufrieden geben. Gerne auch plus 3. Aber wie gesagt, ich habe nur 16 Scrolls und naja, wie gesagt, ich würde vielleicht auch die eine oder andere Scroll vielleicht doch noch aufheben. Genau, also Scroll of Stamina benutzen wir jetzt. Und mein Knight ist natürlich auch ein Tank. Wir kriegen hier SDA plus 1. Das war höchstwahrscheinlich. Also es wäre schon traurig, wenn wir nicht auf jedem Teil plus 2 bekommen. Aber ich muss es sagen, wie es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass das passiert. Jetzt sind wir auf meinem Blade, auch der hat wie gesagt zwei Scrolls, wir machen wie gesagt jetzt erstmal überall mindestens plus 1 drauf, sonst wäre es ein kompletter Fehlschlag, wenn wir nicht mal das hätten. Und wir haben dreimal plus 1 hintereinander mit einer 64% Chance, das müsste jetzt spätestens beim vierten Mal eigentlich dann mal was anderes werden, oder auch, ja, okay, jetzt haben wir zumindest einmal die plus 2 bekommen, aber wir haben noch dreimal plus 1.
So, der Jester ist an der Reihe. Ja, ich habe jetzt mir hier die Gowns und die Suit geschnappt, wo wir noch plus 1 drauf haben. Und es ist plus 2. Okay, beim zweiten Versuch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, würde ich sagen. Ich meine, es ist nur eine 30% Chance. Es ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich, dass plus 2 kommt. Und naja, da kommt auch schon wieder die 1. Übrig bleiben also noch die Boots und die Suit mit jeweils noch SDA plus 1. Ich hoffe, mein Psy ist ein bisschen lucky drauf heute. Ja, SDA plus 1. Probieren wir nochmal die Suit. Der Vorteil ist, es kann nicht mehr schlechter werden. Also, wenn man schon plus 1 überall drauf hat, kann es quasi nur noch besser werden oder halt schlimmstenfalls gleich bleiben. Ich will natürlich aber auch nicht lügen. Plus 3 und 4 wäre schon geil, ne? Also, und ich meine, wir haben schon ein paar Versuche. Also, so ultra unwahrscheinlich ist es ja dann auch nicht. Ich meine, klar, zusammengenommen gerade mal eine 6% Chance, aber da sind schon krassere Sachen passiert. Und da ist es passiert. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, da sind schon krassere Sachen passiert, haben wir tatsächlich SDA plus 3 bekommen. Let's go. Und jetzt haben wir noch einen Teil, wo noch die SDA plus 1 drauf sind. Wenn das auch, also wenn das nochmal 3 oder 4 werden, das wäre natürlich extrem geil. Also nur noch die Boots am Start. Let's go. Ich spüre es, jetzt wird es mindestens plus 2. Ah. Eigentlich müsste ich jetzt auch aufhören, mir immer 2 Scrolls zu holen, weil rein theoretisch könnte es ja wirklich mit jedem Versuch plus 2 werden und ich vermute mal, ich brauche keine weitere SDA-Scroll mehr. Und oh, da hat es geklappt. Sehr gut. Das waren jetzt 6 Charakter. 6 mal 2 sind 12 Scrolls. Also, wir haben 12 Scrolls verbraucht und haben 3 mal SDA plus 2 bekommen und 1 mal plus 3. Das ist extrem gut, tatsächlich, würde ich sagen. Also, extrem gut wäre es jetzt nicht gewesen, wenn wir 4 mal 2 bekommen hätten. Ich würde sagen, das ist ein bisschen besser als normal vielleicht. Aber dadurch, dass wir jetzt 1 mal plus 3 bekommen haben, was ja wie gesagt nur eine 5% Wahrscheinlichkeit hat, würde ich sagen, war es overall extrem nice. Und jetzt habe ich das Set wieder auf meinem Knight ausgerüstet. SDA plus 2, SDA plus 3, SDA plus 2, SDA plus 2. Also ein deutliches Upgrade. Das sind insgesamt 9 SDA mehr. Hört sich jetzt nicht so gewaltig an, ich weiß. Aber 9 SDA einfach aus dem Nichts ist nicht schlecht. Ich kann euch tatsächlich leider gar nicht sagen, wie viel SDA ich vorher hatte. Wie viel HP ich vorher hatte. Ich bin mir aber ziemlich sicher, es waren unter 40.000 und jetzt habe ich über 40.000 umgebufft. Also ist nicht schlecht, das heißt mit Buffs und allem drum und dran werden es dann wohl bald die. Ach, habe ich eigentlich gestattet? Ja, verdammt. Werden es dann wohl bald 50.000 werden, wenn ich noch ein paar Level Ups schaffe. Und ja, zu guter Letzt kommen wir nochmal zum Giveaway. Wie ihr an dem Giveaway teilnehmt, ist ganz einfach. Ihr schreibt einfach euren Borodeng-Charakter. Also euren Charakter von Borodeng, wie gesagt, Borodeng Only Giveaway, in die Kommentare und bitte auch nur einmal mitmachen. Also ich check das auch mit Duplicate Users, also es bringt nichts, wenn ihr da mit einem Account dann 50 Mal mitmacht. Das merke ich, ob man es glaubt oder nicht, ja. Und genau, also schreibt einfach euren Borodeng Charakter Name in die Kommentare. Ihr könnt ein 8% Modern Sports Blue Speedset gewinnen. Und ein plus 8 Nanemphis-Set mit 4 Sockeln, 16% HTK und ein bisschen zusätzliche Int. Ich glaube plus 4, aber das ist jetzt ja nicht so wichtig. Und ja, das ist auch schon alles. Natürlich würde ich mich riesig über ein Like auf dem Video von euch freuen, über einen Kommentar, abgesehen natürlich auch von eurem Charnamen, wie ihr das Video fandet und natürlich auch über ein Abo. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Livestream wieder. In den Livestreams finden momentan, by the way, auch einige Giveaways statt. Und spätestens im nächsten Flive Universe Video sehen wir uns auch wieder. Bis dahin, haut rein, danke euch vielmals fürs Zuschauen und ciao, ciao.